Heute möchte ich euch 6 wichtige Gesetze vorstellen, um zu verstehen, wie das Leben funktioniert, wie man auf das Schlimmste gefasst ist und diese sogar vorbeugen kann. Los geht's! Beginnen wir mit dem vielleicht gängigsten, uns allem am ehesten bekanntesten Gesetz, dem Murphy-Gesetz. Das Gesetz von Murphy besagt, je mehr du dich um etwas fürchtest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das auch eintreffen wird. Mein Vorschlag, wenn wir uns mit diesem Gesetz beschäftigen, ist es nicht eigentlich mit der direkten Auswirkung dieser Aussage zu beschäftigen, sondern mit dem Umkehrschluss. Das heißt, je weniger wir uns mit den Sachen beschäftigen, die uns Angst machen, umso eher werden sie auch nicht eintreffen. Fokussiert euch auf das Positive und auf das, was ihr sein und tun wollt und nicht auf das, was ihr nicht sein wollt oder nicht tun wollt. Kommen wir damit zum zweiten Gesetz. Das Gesetz von Kidlin. Dieses Gesetz ist eigentlich ähnlich simpel wie das erste, das von Murphy. Es besagt, wenn du ein Problem niederschreibst, es in Worte fasst, ist es schon zur Hälfte gelöst. Beschäftigen wir uns nun auch bei diesem Gesetz mit der Umsetzbarkeit. Wenn es darum geht, Probleme niederzuschreiben, ist es besonders wichtig, diese so klar wie möglich zu formulieren. Keine abstrakten Formulierungen. Es geht darum, diesen Gedanken niederzuschreiben und in dieser Niederschrift es bereits zu reflektieren, Lösungen dafür zu finden. Und das Niederschreiben selbst ist bereits der erste Schritt zur Lösung. Wichtige Tools, Werkzeuge dafür wären unter anderem ein Tagebuch, einfach ein Notizblock, immer bei sich tragen. Das müssen keine großen, komplizierten Bücher sein. Etwas, was einfach in die Brusttasche oder in die Jackentasche passt. Und das Problem, mit dem ihr dann vielleicht täglich konfrontiert seid, einfach niederschreiben. Ganz kurz und ganz klar. Das ist wichtig. Das nächste Gesetz nennen wir das Gesetz von Wilson. Dabei geht es um die Verarbeitung von Informationen. In 2 Sätzen formuliert. Wenn wir als allererstes Informationen und Daten Wissen in eine Arbeit hineinstecken, wird das Geld oder sagen wir der Erfolg automatisch generiert werden. Wir kennen es alle, wir sind so vertieft in der Arbeit, wir sind so stark bereits in der Materie, dass wir an einem bestimmten Punkt den Anschluss zum Rationalen, zur Information, zur Datenanalyse verlieren und die Sache beginnen emotional zu bewerten. An diesem Punkt ist das gesamte Projekt gefährdet. Ihr werdet vielleicht beobachtet haben, dass ihr bestimmte Sachen tut und andere es scheinbar auf die gleiche Art und Weise tun. Aber diese Menschen seien scheinbar erfolgreicher als ihr. Woran liegt das? Viele Studien haben ergeben, dass das tatsächlich an der Auswertung von Informationen liegt und an dem Außenvorlassen der Emotionen. Das vierte Gesetz ist das Gesetz von Gilbert. Er sagt, das größte Problem auf Arbeit ist es, dass dir niemand sagt, wie es funktioniert. Dieses Gesetz wird noch sogar einen Schritt weitergetragen und nicht nur auf das Wie bezogen, sondern auch auf das Was. Auf Arbeit ist das größte Problem, dass dir niemand erzählt, sowohl wie es geht, als auch was zu tun ist. Warum ist das ein großes Problem? Es frisst nämlich unglaublich, ungeheure Zeit, sich damit zu beschäftigen, was man zu tun hat, um Erfolg zu generieren, um Erfolg anzuziehen. Wir brauchen in unserem Leben, in jeder Ebene, unabhängig von der Arbeit, aber auch im Privaten, einen Mentor, der uns sagt, was wir tun und im besten Falle auch optimiert, wie wir es tun. Zu wissen, wie und was man zu tun hat, ist eine unglaubliche Zeitersparnis. Jeder, der selbstständig ist, weiß ganz genau, von welchem Struggle ich rede. Das fünfte Gesetz, das Gesetz des guten Apfels. Dabei geht es um die folgende Aussage. Put first things first. Tu das, was zuerst zu tun ist, auch wirklich als allererstes. Setze Prioritäten. Das Gleichnis zum Apfel kommt aus dieser Aussage. Stell dir einen Beutel vor mit guten, grünen, saftigen Äpfeln und mit gelben, weniger saftigen Äpfeln. Welche Äpfel isst du zuerst? Dieses Gesetz beschreibt, dass du zuerst die guten Äpfel zu essen hast. Denn wenn du zuerst die etwas schlechteren Äpfel isst, besteht die Gefahr, dass während du die schlechteren isst, die guten auch schlechter werden. Somit hast du zu gar keiner Zeit deines Konsums das Gute genießen können.
Dieses Gleichnis umgesetzt, beispielsweise in den Arbeitsalltag, würde folgendermaßen aussehen. Als allererstes, wenn du früh aufstehst, auf Arbeit bist, tust du das, was als allerwichtigstes ist, nicht als allerletztes. Das Wichtige machst du zuerst und dann mit der Zeit stufst du deine Prioritäten immer weiter runter. Das Unwichtigste als allerletztes. Damit ist auch die Grundlage eines wichtigen Zeitmanagement-Tools gelegt. Tue die wichtigen und richtigen Sachen als erstes. Kommen wir nun zu meinem Favoriten, dem sechsten Gesetz, Falklands Gesetz. Es besagt, wenn du keine Entscheidung zu treffen hast, dann treffe auch keine. Das klingt jetzt super simpel und selbstverständlich, ist es aber in der Regel nicht. Wir treffen sehr häufig Entscheidungen, die wir gar nicht zu treffen hatten. Wir nehmen damit Verantwortung auf uns, die wir eigentlich hätten uns sparen können. Warum entscheiden wir uns für Sachen, für dessen Entscheidung wir eigentlich gar nicht verantwortlich sind? Ein ganz einfaches Beispiel wäre wieder auf Arbeit. Eine Aufgabe wird verteilt, es wird gefragt, wer würde diese Verantwortung übernehmen? Wer würde sich zum Lösen dieses Problems entscheiden? Und dann ist man vielleicht übermotiviert, möchte vielleicht ein Risiko eingehen, um Erfolg zu ernten und trifft eine Entscheidung. Damit ist aber auch eine Verantwortung mit übernommen. Die Frage ist, können wir diese Verantwortung tragen? Warum riskieren wir es? Manchmal ist natürlich dieses Risiko etwas Gutes, seine eigene Komfortzone zu verlassen und mit diesem Risiko neue Wachstumszonen zu betreten. Aber eine voreilige Entscheidung hätten wir uns sparen können und damit unsere Energie effektiver für Sachen investieren können, die wir aus Wolsons Gesetz in Sachen investieren konnten, die eigentlich eine höhere Priorität hätten. Das waren meine sechs Gesetze, um das Leben besser zu verstehen. Ich hoffe, ihr tut alle das Richtige, trifft die richtigen Entscheidungen und befindet euch auch auf dem richtigen Weg, das Leben gesünder, nachhaltiger und besser zu verstehen. Ich freue mich über eure Unterstützung. Abonniert gerne diesen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es auch sehr gerne. Und wenn ihr mit irgendwelchen Struggles im Leben konfrontiert seid, erinnert euch an das Zitat von Kai Laber. Egal, was passiert, übernimmt die Verantwortung dafür. Bis zum nächsten Mal.